muss man wissen, ne? Von wegen. Ich möchte kurz was sagen, wie ich dazu komme, hier einen Vortrag zu halten. Ich bin Lehrer, ich unterrichte am Gymnasium Philosophie, Deutsch und Medienkunde. Ich bin offensichtlich aus der Schweiz, oder man hört das sicher. Ich genieße momentan einen Urlaub und schreibe ein Buch über die Einsatzmöglichkeiten von Social Media in der Schule. Und da habe ich über Trolle nachgedacht und mir wurde klar, dass es Trolle in der Schule eigentlich schon immer gegeben hat und darüber möchte ich jetzt sprechen. Ich habe mich in der Vorbereitung kurz mit Julia Selig ausgetauscht und sie hat mir dann gesagt, sie setze beim Publikum nichts voraus, sie selber wie sie auch nichts und so sokratisch oder trollig werde ich jetzt hier nicht auftreten, sondern ich werde, wie man das von einem Lehrer vielleicht erwartet, einen klassischen Vortrag halten mit Zitaten und allem, was dazugehört. Die verwendete Literatur, die findet man auf einem Google Docs Ordner, der ist da erreichbar unter Bitly Trollcon, dort habe ich eigentlich alle Texte abgelegt und auch den Vortrag und die Slides. Voraussetzen werde ich jetzt einfach, dass man bereit ist, zu einem gewissermaßen akademischen Gerede zu folgen und dass man schon mal in der Schule gewesen ist, aber das sind wahrscheinlich die meisten von euch. Das war dann das nächste Beispiel. Im Gegensatz zu vielen Untersuchungen zum Thema Trolle gehe ich jetzt nicht von Internetkommunikation aus, sondern von einer recht gut beschriebenen Kommunikationssituation, dem Unterrichtsgespräch. Daran zeige ich eben, dass es die Trollfunktion in der Schule schon immer gegeben hat und ich werde auch dafür plädieren, dass es sie weiterhin geben sollte. Ich gehe, wie das heute in der Didaktikausbildung üblich ist, von meiner eigenen Unterrichtserfahrung aus, von Erfahrungen, die ich als Schüler gemacht habe. Das ist ein Ausgangspunkt, um Vorstellungen von guter Schule, gutem Unterricht darzustellen. Und wenn ich jetzt so generisch von gut spreche, dann zeigt das, dass es noch nicht anschlussfähig gemacht ist an die didaktische Fachdiskussion, dass es einfach so unbewusste Gefühle sind, was jetzt gute Schule sein könnte. Und ich versuche dann, das etwas zu vertiefen und zu interpretieren, was damit gemeint ist. Jetzt also zu meinem Einstiegsbeispiel. Und zwar ist es meine erste Erfahrung, die ich als Troll gemacht habe, so ungefähr in der 7. Klasse. Thema im Geografieunterricht war wahrscheinlich Steigungsregen, ich bin nicht mehr ganz sicher. Unser Lehrer, der war um die 40, alte Schule, einstudierte Disziplin im Unterrichtsraum und Perfektionist. Er verwendete eine Erklärung wie, die Wolken werden an die Berge geweht, weil sie drüber steigen wollen, beginnen sie zu regnen, sie werfen Ballast ab und werden so leichter. Anstatt solche Sätze in mein Theorieheft zu schreiben, wie das eigentlich von mir erwartet wurde, begann ich eine Frage zu stellen. Woher denn die Wolken wüssten, dass sie leichter werden, wenn sie zu regnen beginnen? Der Lehrer studierte sein Buch, dasselbe, das auch wir vor uns liegen hatten. Dort stand nichts, was ihm weiterhalf. Wahrscheinlich vertröstete er mich auf die nächste Stunde. Vorher aber wurde ich von meinem Klassenlehrer zu einem Gespräch eingeladen. Zusammen mit dem Geografielehrer erklärte er mir, meine Lehrerinnen und Lehrer hätten das Gefühl, ich würde nur Fragen stellen, die sie bloßstellen könnten. Fortan soll ich doch das Fragen im Unterricht bitte unterlassen. Ich fragte, ob ich denn nur noch Fragen stellen dürfte, auf die sie sicher eine Antwort wüssten oder gar keine mehr. Am liebsten gar keine mehr, antworten sie. Das Phänomen des Steigungsregens war nur eine Eskalation, die mich als Troll markierte. Das Gespräch überraschte mich, danach empfand ich große Genugtuung. Meine Lehrerinnen und Lehrer hatten vor einem 13-Jährigen kapituliert, so schien es mir. Natürlich erzählte ich allen davon, es war, als hätte ich ein Spiel gewonnen. Im Laufe meiner Schul- und Studienzeit erlebte ich immer wieder ähnliche Konflikte bis hin zur Didaktikausbildung, wo ich von einer Dozentin konsequent verlangte, die Inhalte ihrer Vorlesungen auch methodisch umzusetzen, worauf sie mich bat, sie nicht mehr weiter darauf hinzuweisen. Dafür müsste sie zuerst ein neues Skript schreiben und dafür haben sie im Moment keine Zeit. Auch Kommilitoninnen und Kommilitonen baten mich zuweilen, keine verwirrenden Fragen zu stellen, die vom eigentlichen Stoff ablenkten. Und sie hatten, wie die Lehrpersonen auch, recht. Ich stellte die Fragen meist nicht aus Interesse. Geografie hielt ich für sinnlos und unwissenschaftlich. Ebenso die entsprechende Didaktikvorlesung, die für mich, der schon unterrichtete, fast eine Art Beleidigung war. Die betreffenden Lehrpersonen oder ihr Unterricht langweilte mich und ich wollte mich in Szene setzen. Also stellte ich Fragen, mit denen ich Verunsicherung schaffen konnte. Warum machte mich das zum Troll? Ich werde nun einige Definitionen aus einschlägigen Texten zitieren, möchte dabei aber als Warnung die wichtige Bemerkung von Whitney Phillips vorausschicken. Sie hält fest, man müsse, wenn man über Trolle spreche, immer spezifizieren, welche Verhaltensweisen man meine und in welchen Kontexten sie verortet werden müssen. Das werde ich im Folgenden beherzigen. Die Definition soll zeigen, dass diese Verhaltensweisen unter solchen Verhaltensweisen subsumiert werden können, die man im Internetkontext mit dem Begriff Troll bezeichnet.
Mir ist dabei, so viel sei vorauszuschicken, durchaus bewusst, dass eine Dehnung des Begriffs die Gefahr mit sich bringt, dass es eine analytische Schärfe verliert und beliebige Verhaltensweisen als trollig bezeichnet werden können. Zur ersten Definition. A troller is a CMC user, also computer moderated communication user, who constructs the identity of sincerely wishing to be part of the group in question, including professing or conveying pseudo-sincere intentions, but whose real intentions are to cause disruption and or to trigger or exacerbate conflict for the purposes of their own amusement. Zweite Definition. Ja, das ist, ja. Zweite Definition von Donut, das ist auch ein ganz bekannter Text, ein älterer schon. Trolling is a game about identity as deception, albeit one that is played without the consent of most of the players. The troll attempts to pass as a legitimate participant, sharing the group's common interests and concerns. The news group members, if they are cognizant of trolls and other identity deceptions, attempt to both distinguish real from trolling posts and, upon judging a poster to be a troll, make the offending poster leave the group. Und jetzt nach diesen zwei analytischen Bemerkungen oder Definitionen eine Selbstdefinition von einem Troll aus dem Essay von Matthias Schwarz in der New York Times. Dort zitiert er einen Troll, der selber sagt, you look for someone who is full of it, a real blowhard. Then you explode their insecurities to get an insane amount of drama, laughs and lulls. Rules would be simple. First, do whatever it takes to get the lulls. Second, make sure the lulls is widely distributed. This will allow for more lulls to be had. Third, the game is never over until the lulls have been had. Und Philips verbindet nun diese beiden Definitionen miteinander, indem sie von self-identifying Trolls spricht, also von, dass man immer davon ausgehen müsse von Leuten, die sich selber auch als Trolle bezeichnen. Trolling is a game, one only the trolls can initiate and only the troll can win. Subcultural trolling is predicated on the amassment of lulls, an aggressive form of laughter derived from eliciting strong emotional reactions from the chosen targets. In addition to acknowledging the wide variety of trolling behaviors, it is just as important to note that saying nasty things online does not make someone a troll. The offline identities of individual anonymous trolls is unknown and unknowable, as are their true feelings. Wenn man die gezeigten Definitionen etwas systematisiert, kann man das Trollige an meinem Verhalten als Schüler auf vier Ebenen beschreiben. Zunächst braucht es eine Kommunikationssituation, die Trolle ausnützen können. Die Situation wird durch implizite oder explizite Erregung strukturiert, die den Teilnehmenden klar machen, welche kommunikativen Aktionen und Reaktionen erwartet werden. Das geht einher mit einer Rollenverteilung, mit der kommunikative Rechte und Pflichten gekoppelt sind. Im Fall der Geografiestunde war klar, dass echte Fragen allenfalls vom Lehrer gestellt würden, nicht aber von den Schülerinnen und Schülern. Die hatten sich auf Antworten oder allenfalls auf Nachfragen zu beschränken. So dann war ebenfalls klar, dass der Lehrunterricht oder Lerngegenstand nicht geografische Phänomene an sich, sondern der Text des Lehrbuches war. Der Troll handelt einer Intention gemäß, das ist jetzt die zweite Ebene, die nicht zu den vorgegebenen Regeln passt. Die Intention ist aber gleichsam verschleiert, sie wird nicht kundgetan. Hätte ich den Unterricht offen stören, verzögern oder mich über den Lehrer lustig machen wollen, hätte das frech gewirkt und wäre mit einfachen Disziplinarmaßnahmen geregelt worden. Aber ich hatte eine Frage gestellt, was durchaus nicht abwegig war und so interpretiert werden konnte, als hätte ich etwas lernen wollen. Das wäre eine legitime Intention gewesen. Die beiden weiteren pädagogisch denkbaren Intentionen im Sinne von Kohlbergs konventioneller Moral wären entweder die Erfüllung der Erwartungen gewesen, dass nämlich der Schüler das tut, was ihn zum guten Schüler macht, zum braven Schüler, oder die Orientierung an der sozialen Gruppe, dass man das tut, was einem im sozialen Gefüge Anerkennung verschafft. Meine Intention war aber meine Lust an der Auseinandersetzung, an der Unsicherheit des anderen, am Verunsichern selbst. Das ist wohl, was mit Lals gemeint ist. Das tat ich aber, zumindest bilde ich mir das ein, nicht offensichtlich. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler hielten mich immer für einen interessierten Schüler. Der Troll braucht aber auch ein Gegenüber, das ist die dritte Ebene. Im Unterricht unseres Geschichtslehrers hätte sich die Situation ganz anders entwickelt. Er hätte die Frage entweder aufgegriffen oder beantwortet, allenfalls eingestanden, dass er darüber zuerst einmal nachdenken müsse, oder aber die Störung sofort vor allem thematisiert und mich zurechtgewiesen. Mein Gegenüber war ein Blowhard.
der meine Reaktion gewissermaßen provozierte durch die Anlage seines Unterrichts und der auch unsicher genug war, um ein dankbares Trollopfer zu sein. Die letzte Ebene sind die Handlungen, die ans Trollen anschließen. Von der Seite der Getrollten hier die Aufforderung, die Gruppe zu verlassen. Sie konnte an mich als Schüler nicht ernsthaft gestellt werden, also wurde ich aufgefordert, keine Fragen mehr zu stellen. Von der Seite des Trolls her ist die Verbreitung der Lals sowie die implizite oder explizite Aufforderung an andere Trolle, ähnlich zu handeln. Wie gesagt, erzählte ich von den Vorfällen. Lehrpersonen, die einem Schüler das Fragen verbieten, waren eine Quelle von großer Unterhaltung für mich. Der entsprechende Lehrer hat in unserer Klasse immer wieder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Er war als Trollopfer gebrandmarkt. Aus dem oben Gesagten sollte hervorgehen, dass die Rolle des Trolls bzw. die Funktion des Trolls nicht einzelnen Schülerinnen und Schülern als Individuen zukommt, sondern situativ angenommen werden kann. Ich war als der Troll dieser Geografielektion. Im Turnunterricht könnte es einen anderen geben und in der nächsten Geografiestunde auch. An einem Beispiel habe ich nun gezeigt, dass es Trolle in der Schule schon gab, bevor Internetkommunikation ein verbreitetes Phänomen war. Der beschriebene Vorfall spielte sich in den 80er Jahren in einer ländlichen Gegend ab. Mit einer Lektüre von Schulromanen kann man zudem leicht nachweisen, dass Trolle auch als literarische Figuren einen festen Platz in der Schule einnehmen. Exemplarisch möchte ich zwei Romane kurz erwähnen. Der erste Troll ist Törleß, in Robert Musils Roman Die Verwirrung des Zöglings Törleß von 1906. Törleß ist Schüler an einer österreichisch-ungarischen Militärakademie in der Provinz, die er nach einigen Vorfällen verlassen muss. Törleß sagt über sich selbst, ihn würden, Zitat, Dinge befremden, die den anderen alltäglich erscheinen, Zitat Ende. Dieses Befremden quäle ihn einerseits, errege in ihm aber auch, Zitat, unzüchtige Gefühle. Musil beschreibt so und ähnlich wiederholt die Lulls, die Törleß durch zwei verschiedene Arten von Kommunikationshandlungen generiert. Einerseits quält er zusammen mit zwei Mitschülern einen dritten, Bassini. Andererseits irritiert er seine Mitschüler und seinen Mathematiklehrer durch Fragen nach der Möglichkeit der Verwendung von imaginären Zahlen. Zitat, das gewöhnliche verletzte Törleß, Musil lässt den Protagonisten aufrufen, er, Zitat, suche gar nichts außer sich, in sich suche er etwas. Törleß grenzt sich sowohl von den anderen Jugendlichen ab, deren Arroganz ihn stört, als auch von den Erwachsenen. Dennoch gibt er vor, ähnliche Motive wie die anderen Jugendlichen und ein echtes Erkenntnisinteresse wie der Mathematiklehrer zu haben. Sein Handeln steht aber weder in einer Beziehung mit mathematischen Zusammenhängen noch mit dem Leiden seines Mitschülers, der erniedrigt und gefoltert wird. Seine Intention ist das Hervorrufen eigener Gefühle, die immer aus einer Mischung aus Ekel und Lust bestehen. Das zweite Beispiel. In Julie C.'s Roman Spieltrieb von 2005 präsentiert die Autorin gleich ein trollendes Paar, Ada und Aleph. Die scheißt auf alles, heißt es in einem einführenden Kapitel über Ada. Vorausgegangen war eine Episode, in der Ada in einem kurzen Dialog den äußerst intelligenten Lehrer dazu gebracht hat, sich selber zu widersprechen. Ein Beleg dafür, dass Ada anders war als die, Zitat, Prinzessinnen, die anderen Schülerinnen der Schule. Alephs Vorgeschichte wird etwas später rekapituliert. Ich zitiere: Auf verschiedenen Schulen hat er gelernt, innerhalb kürzester Zeit die Zentren der Macht zu identifizieren und dort einzudringen, Kontakte zu knüpfen, Intrigen zu schmieden, Interessen auszukundschaften und zu instrumentalisieren, Seilschaften zu sprengen und neu zusammenzufügen. Immer wenn es ihm gelang, ein Netzwerk zu errichten, das auf den kleinsten Anstoß seiner Hände sensibel reagierte, hat er die Stadt verlassen und an einem anderen Ort neu anfangen müssen. Zitat Ende. Ada und Aleph bezeichnen sich als Urenkel der Nihilisten. Sie kennen nicht einmal mehr Werte, die sie ablehnen. Sie sind, auch das eine Selbstbezeichnung, Spieler. Das Spiel, das sie spielen, ist die Erpressung eines Lehrers. In dessen Verlauf zeigt sich, dass Ada doch einen warmen, flüssigen Kern besitzt. Sie verliebt sich in das Opfer der Erpressung und fährt mit ihm weg. Aleph wird doppelt bestraft, er wird vom Lehrer verprügelt und vom Gericht verurteilt. C führt Trolle aber auch auf einer anderen Ebene ein. Der Lehrer Höfi und die Richterin, die kalte Sophie, agieren ähnlich wie Aleph und Ada. Das heißt, sie zeigen kein Mitgefühl, sind besonders intelligent, irritieren ihr soziales Umfeld, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich, und orientieren sich nicht an Werten oder Gepflogenheiten. Ja, das. In einer abschließenden Rede interpretiert Ada die Handlungsmuster dieser Troll im Hinblick auf moralische Fragen und trollt damit die Richterin und das Justizsystem. Ich zitiere,
Der ideale Mensch unserer demokratischen Grundordnung ist ein gemeinschaftsbezogenes und gemeinschaftsgebundenes Individuum. Wir müssen uns anhören, dass es böse sei, wenn eine Schülerin ihren Lehrer verführt, sittenwidrig, wenn der Lehrer mit dieser Schülerin schläft, anormal, wenn ein dritter Beteiligter das Geschehen protokolliert, entartet, wenn der Lehrer durch seine Angst vor Entdeckung zum Weitermachen angehalten wird. Ich breche keine Lanze für die Anarchie, ich schildere Ihnen nur die spezielle Müdigkeit, die jeden befällt, der sich anhören muss, was gut und böse sei, richtig und falsch, obwohl niemand mir die Grundlagen der Unterscheidung zu erklären oder auch nur zu benennen vermag. Moral dient der Herbeiführung von Berechenbarkeit. Der Mensch ist am berechenbarsten, wenn er pragmatisch handelt, wenn er spielt. Warum behandeln Sie einen Täter mit Milde, der sein Unrechtsbewusstsein beweist und behauptet, sich zu schämen und seine Tat zu bereuen? Warum belohnen Sie nicht jenen, der sich aufrichtet und sagt, ich weiß, was ich getan habe und ich weiß, warum? Warum belohnen Sie nicht die beiden Angeklagten, die im Lichte all dessen, was ich Ihnen erklärte, bescheiden schweigen? Sie sind die Vernünftigen. Sie sind berechenbar und damit, in fremden Worten gesprochen, moralisch einwandfrei. Zitat Ende. Das Schweigen der Angeklagten ist im Roman das Schweigen der Trolle. In unpassenden Situationen, vor einem unpassenden Publikum, einem unpassenden Gegenüber gibt es für die Trolle keinen Grund, aktiv zu sein. Sie warten ab, bis die Bedingungen gegeben sind, trotz ihrer Müdigkeit, wie C. Ada sagen lässt, aktiv zu werden. Im regulären Verlauf der Konversation haben sie nichts zu sagen. Gerade das, so die etwas hölzerne Argumentation der literarischen Figur Ada, ist ihre Berechenbarkeit, eine doppelte Berechenbarkeit. Die Handlungen der Trolle sind berechenbar, weil sie ebenfalls auf Verhaltensberechnungen basieren. Trolle sind in Julie C.'s Interpretation nichts anderes als Algorithmen, die deshalb aber nicht unmoralisch handeln, sondern letztlich aufzeigen, wie obsolet das Festhalten an Strukturen und Narrativen ist, die von einem gegebenen Wertefundament ausgehen. Ich will hier nicht weiter Literatur interpretieren, sondern halte zusammenfassend fest. Erstens gibt es im schulischen Kommunikationskontext Trolle. Zweitens müssen für ihr Auftreten bestimmte Bedingungen gegeben sein. Sie können nur in bestimmten kommunikativen Konstellationen agieren und das aus einer selbstbezogenen Motivation, die Erwartungen unterläuft und hintergeht. Das funktioniert nur dann, wenn ein Publikum oder ein Gegenüber diese Erwartungen hat und bereit ist, den Troll zu sanktionieren, in der Regel aus dem Kommunikationsprozess auszuschließen. Facetten dieser Trollfunktion im Schulalltag kann auch literarischen Werken entnommen werden, welche Schule zum Thema haben. Betrachtet man didaktische Fachliteratur, dann trifft man auch dort auf Trolle, die natürlich nicht so genannt werden. Auch hier möchte ich mich exemplarisch mit zwei Werken befassen. Roland Wagners Lehrbuch «Mündliche Kommunikation in der Schule» und Stefan Bittners «Das Unterrichtsgespräch». Die Werke sind beide rund 6 Jahre alt und werden in Lehramtsstudiengängen verwendet. Wagners praktisch orientiertes Werk, das viel mit konkreten Hinweisen arbeitet, behandelt im letzten Kapitel, Zitat, «Gespräche mit Unsympathen», Zitat Ende. Dort gibt er Tipps, wie man mit schwierigen Charakteren umgehen soll. Er gibt zu bedenken, dass man Menschen, mit denen einen langfristige Beziehungen verbindet, nicht mit Kritik, Belehrung oder Demütigung begegnen solle und dass es sich bei, Zitat, unsympathischen Gesprächspartnern oft um solche handeln, die Schwächen überkompensieren, zum Beispiel Unsicherheit, schlechte Vorbereitung, intellektuelle Defizite. Er erwähnt aber auch schauspielerische Begabung als ein Grund, warum Menschen, Zitat, ungewöhnlich freundlich, Zitat Ende, auftreten können. Im Anschluss entwickelt Wagner eine Typologie von schwierigen Charakteren. Er redet, Zitat, von aggressiven, einschmeichelnden, lustlosen, superneugierigen, penetranten, rechthaberischen, unehrlichen und tricksenden Typen. Damit umschreibt er das Trollphänomen ganz gut. Das Verhaltensspektrum von Trollen umfasst all diese Eigenschaften. Während im Internet für den Umgang mit Trollen die Maxime des Fütterungsverbots, also des Ignorierens, als allein seligmachend gehalten wird, erwähnt Wagner andere, typenspezifische Verhaltensmuster. Vereinbarungen schriftlich fixieren, Komplimente machen, Befindlichkeit erfragen, Zitate einfließen lassen, Distanz schaffen. Diese Empfehlungen basieren auf der Annahme, dass Gegenüber wolle eigentlich kooperieren, könne es aber nicht. Wagner wiederholt mehrmals, man habe es äußerst selten mit Menschen zu tun, die ihre, Zitat, negative Eigenschaften freiwillig, aktiv und bewusst, Zitat Ende, demonstrieren. Bei denen empfiehlt er einen Wechsel auf die Metaebene.
und damit, wie wir noch sehen werden, eine Imitation des Trollverhaltens. Ich zitiere: Was halten Sie davon, wenn wir uns zunächst über die Spielregeln unseres Gesprächs einigen? Also das müsste der Lehrer dem unsympathischen Schüler, müsste er das sagen. Ist einer seiner Vorschläge. Abschließend ermutigt der Autor seine Leserinnen und Leser, Zitat, erkannte Tricks sind in der Regel unwirksam. Zitat Ende. An diesem Lehrbuchkapitel lässt sich sehr schön zeigen, dass Trolle den Anspruch der Lehrperson, das Unterrichtsgeschehen zu kontrollieren, indem sie rhetorische Handlungskompetenz aufbauen, ähnlich unterlaufen wie Wagner das im Aufbau dieser Kompetenz empfiehlt. Kontrollstrategien werden durchschaut und als Kompensation von Unsicherheit interpretiert. Die Voraussetzung, die Lehrperson müsse kooperieren, ausgenutzt, der Wechsel auf die Metaebene strategisch genutzt. Wer Wagners Empfehlungen in ihrer Verwendung durch einen Troll analysieren will, kann sich durch das Archiv von David Thorne lesen. Das ist die Seite 27b/6.com. Thorne verwendet alle diese Rezepte, die Wagner dem Lehrer mitgibt, verwendet er, um andere Leute zu trollen. Das kann man in seinen Mailwechseln sehr gut analysieren. Auch Bittners Lehrbuch setzt bei der Annahme an, das Unterrichtsgeschehen sei dialogischer und kooperativer Natur. In seinen Tipps, wie Lehrpersonen in schwierigen Situationen kommunikativ agieren können, ist die Erhaltung der, Zitat, Dialogbereitschaft das wichtigste Ziel. Eine Zurückweisung darf nie so weit gehen, dass sie diese Bereitschaft bedrohen könnte. Die Überlegung, dass die Bereitschaft vielleicht auf der Seite der Schülerinnen oder Schüler gar nicht vorhanden sein könnte, dass sie gar nicht interagieren, sondern nur provozieren oder eben trollen wollen, steht gar nicht im Raum des Möglichen. Die hier diskutierten Phänomene behandelt Bittner unter dem Thema Missverständnisse. Die, Zitat, die fälschlich an Dialogpartner gerichteten Erwartungen um die ihm unterstellten Absichten oder Fähigkeiten oder schlicht um Irrtümer in der Sache. Zitat Ende. Er erwähnt drei mögliche Arten, wie diese Missverständnisse entstehen können. Auf der sozialen, der selbstreflexiven oder der sachlichen Ebene. Dadurch entwirft er auch eine Typologie des Schultrolls, ohne diesen Begriff zu verwenden. Dieser kann nämlich ebenfalls auf der sozialen Ebene ansetzen, indem er das Verhältnis von Lehrperson zu Schülerinnen und Schülern zum Ausgangspunkt nimmt, auf der selbstreflexiven des Lehrers, indem er die Selbstwahrnehmung der Lehrperson zum Objekt seines Trollens macht und letztlich auch auf der sachlichen. Zu dieser Typologie nun drei Beispiele aus meiner Lehrerfahrung. Der soziale Schultroll ignoriert beispielsweise die Trennung zwischen der professionellen und der privaten Rolle der Lehrperson. Jüngere Lehrpersonen werden zum Beispiel offen geduzt. Damit wird Bezug genommen auf die seltsame Asymmetrie, dass Jugendliche entweder geduzt oder, wie das in der Schweiz am Gymnasium üblich ist, das Hamburger Sie verwendet wird. Die Schülerin wird unter Verwendung des Vornamens gesiezt. Dabei würden sich im privaten Bereich Menschen in diesem Alter wohl automatisch duzen. Also man muss, in der Schweiz ist das Duzen wahrscheinlich ein bisschen lockerer geregelt als in Deutschland. Die Konvention dient also zur Etablierung einer Hierarchie. Eine Sanktion durch die Lehrperson wird schwierig, da sie selbst die Asymmetrie in der Regel stoßend findet, sie gleichzeitig nicht eigenmächtig außer Kraft setzen kann. Damit wird auch ein selbstreflexives Moment genutzt. Ähnlich auch beim zweiten Beispiel. Der Troll fragt den Lehrer, ob er ein angenehmes Wochenende gehabt habe, worauf dieser im kollegialen Ton auf die nette Geste reagiert. Nächste Frage des Schülers, hatten Sie guten Sex? Eine Frage, die unter 18-Jährigen durchaus zum Pausengespräch gehören könnte, kann nun vor der Klasse unmöglich beantwortet werden, obwohl gerade noch kollegiale Atmosphäre herrschte. Die offensichtliche Reaktion, die Zurückweisung mit der Bemerkung, das gehe den Schülern nichts an, zwingt den Lehrer dazu, mehr Distanz einzunehmen und sich weniger locker zu geben, als er gerne möchte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ja. Zudem bleibt bei der Klasse der Eindruck hängen, er sei entweder prüde oder sexuell frustriert. Der Lehrer gibt zudem explizit zu verstehen, dass es durchaus Fragen gibt, die off-limits sind, obwohl sonst geradezu eine Fragekultur erzwungen wird in der Schule. Das halbironische «Ja klar», das alles offen lässt, setzt den Lehrer den Vorwurf aus, er spreche mit seinen Schülerinnen und Schülern über sein Sexleben. Der auf die Selbstreflexion der Lehrperson abzielende Schultroll greift das Wertesystem der Lehrperson an. Die vorhergegangenen Beispiele gingen schon in diese Richtung. Eine Schülerin konfrontierte ihre Lehrerin und Lehrer regelmäßig im privaten Gespräch mit Vorwürfen wie «Im Vertrauen gesagt, Frau Schmidt, die ganze Klasse findet es ungerecht, wie Sie die Punkteskala bei der letzten Prüfung angepasst haben». Eine Rechtfertigung ist nicht möglich, weil der Vorwurf ja offenbar von der ganzen Klasse erhoben wird.
Also das muss nicht wahr sein oder ist in der Regel vielleicht auch gar nicht wahr. Die Schülerin sich selbst unter Umständen explizit ausnimmt. Die Lehrperson wird mit ihrem Selbstbild konfrontiert, dass sie sich die Eigenschaft, gerecht zu sein, sicher zuschreibt, ja sogar zuschreiben muss. Mein Einführungsbeispiel hat schon gezeigt, wie Trolle die Sachebene als Ausgangspunkt nutzen können. Hier gibt es beliebige Möglichkeiten, die sachliche Kompetenz der Lehrperson in Frage zu stellen. Ein beliebtes Muster ist die Behauptung, eine andere Lehrperson habe den Sachverhalt anders erklärt. Damit wird eine Autorität angeführt, die unmöglich kritisiert werden kann. Es entsteht ein Loyalitätskonflikt. Lehrpersonen kritisieren andere Lehrpersonen nicht vor der Klasse. Gleichzeitig wird diese Kritik dann angebracht, wenn eine leichte Unsicherheit zu erkennen ist. Auch aus sachlichen Gründen kann diese Behauptung dann nicht so leicht zurückgewiesen werden. Ausgehend von diesen Beispielen möchte ich die Funktion des Schultrolls nun zunächst etwas abstrakter und allgemeiner diskutieren, dann zeigen, dass er für Lernprozesse eine wichtige Bedeutung spielen kann. Ich verstehe den Troll als eine Kontingenzfigur. Trolle stellen Kontingenz her. Man kann das ausgehend von Garfinkels Krisenexperiment so verstehen, dass sie, Zitat, durch die Herstellung einer Krise in alltäglichen Interaktionen anhand der Reaktionen auf diese Störung die Praktiken der Herstellung der normalen Interaktionsordnung beobachtbar machen. Trolle zeigen also zunächst einmal auf, nach welchen Regeln Schule funktioniert. Insbesondere können sie die Regeln, Mechanismen und Routinen offenlegen, die oft versteckt sind und unbewusst. Dazu gehören, das ist eine provisorische Sammlung, Rollenmuster, zum Beispiel Lehrerin, Schülerin, Frau, Mann, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sport, Kunst, einheimische Ausländerinnen und so weiter. Wertungen von Inhalten und Methoden, Definitionen von Leistung und Erfolg, Normierungen von Verhaltensweisen, Grenzen von Fächern und Disziplinen. Damit machen sie solch zentralen Elemente von Unterricht und Schule erst sichtbar und damit die Möglichkeit denkbar, sie wären veränderbar und diskursiv zugänglich. Das ist ein erstes Verständnis von Kontingenzfigur. Es könnte sein, dass das, was im Physikunterricht Experiment genannt wird, gar kein Experiment ist, weil es nicht ergebnisoffen ist, sondern weil nur Schritte nachvollzogen werden, die im Lehrbuch abgebildet sind. Es könnte auch sein, dass das, was im Literaturunterricht Interpretation genannt wird, nur das Aufsagen von Floskeln ist und weder mit hermeneutischen, strukturalistischen oder diskursanalytischen Verfahrensweisen etwas gemein hat. Damit will ich nicht Unterricht pauschal kritisieren, sondern vielmehr die Möglichkeiten aufzeigen, dass erstarrte Formen durch Trolle verflüssigt werden können, indem andere Möglichkeiten kurzzeitig aufscheinen. In den Abgrenzungs- und Ausschließungsverfahren, denen Trolle unterworfen werden, kann dann eine Reflexion der eingespielten Mechanismen der Spielregeln erfolgen. Selbstverständlich ist nicht davon auszugehen, dass dabei die Regeln geändert werden, aber zumindest bestünde die Möglichkeit. Wenn man einen Schritt weitergeht, dann bezeichnen Trolle ein Paradox oder genauer einen Double Bind, dem Unterricht und Schule zumindest auf gymnasialer Ebene unterworfen sind. Das Gymnasium hat zwei Ziele. Es vermittelt einerseits die für ein Studium nötigen Kompetenzen, bildet andererseits mündige Mitglieder der Gesellschaft. Verallgemeinert man diese beiden Aufgaben, so bezeichnet die erste das Funktionieren in der Arbeitswelt, das Einfügen in bestehende Prozesse, das Anstreben von Produktivität, das Erfüllen von Vorgaben. Die zweite Aufgabe hingegen verlangt die Fähigkeit, eigenständig Wertungen vorzunehmen, Sinn zu generieren, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Der Double Bind ist klar ersichtlich. Einerseits sollen Schülerinnen und Schüler festgelegte, standardisierte Aufgaben erfüllen, mit denen sie und ihre Lehrerinnen und Lehrer vergleichbar, bewertbar gemacht werden. Andererseits wird von ihnen verlangt, Vorgegebenes zu hinterfragen und zurückzuweisen, eigene Entscheidungen zu fällen. Der Troll ist die Figur dieses Double Binds. Er tut so, als würde er den Vorgaben folgen, indem er es gerade nicht tut. Damit weisen Trolle auf die Funktionsweise von Macht hin. Macht im Sinne von Foucaults Disziplinen aus Überwachen und Strafen. Dort heißt es, dieses Netz hält das Ganze und durchsetzt es mit Machtwirkungen, die sich gegenseitig stützen, pausenlos überwachte Überwacher. In der hierarchisierten Überwachung der Disziplinen ist die Macht keine Sache, die man innehat, kein Eigentum, das man überträgt, sondern eine Maschinerie, die funktioniert. Indem Macht zu einer funktionierenden Maschinerie wird, wird sie unsichtbar. Das hat einen direkten Einfluss auf die Schule als Disziplin, wie Foucault festhält. Die Disziplinen werden immer mehr zu Techniken, welche nutzbringende Individuen fabrizieren.
Darum rücken sie von den Rändern der Gesellschaft weg und darum tendieren sie dazu, sich in den wichtigeren, zentraleren, produktiveren Bereichen der Gesellschaft in ihre großen Hauptfunktionen einzuschalten, in die manufakturmäßige Produktion, die Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen, den Kriegsapparat. Biopolitisch leuchtet es ein, dass Lehrerinnen und Lehrer heute nicht mehr gewaltsam den Schulraum regieren und die Individuen an der Entfaltung hindern, wie das noch in der modernen Literatur der Jahrhundertwende um 1900 fassbar ist, sondern vielmehr voraussetzen dürfen, dass das Einhalten der Regeln den Schülerinnen und Schülern bei ihrer Entfaltung hilft, dass Widerstand nicht etwa eine individuelle Entfaltung befördern könnte, sondern eine leere Geste ist. Es gibt gar kein dialektisches Moment. Die Schule bietet alle Möglichkeiten an. Sie hilft Künstlerinnen, Wissenschaftlern und Sportlerinnen dabei, das zu werden, was sie werden wollen. Die Sanktionen, die in den Lehrbüchern für kommunikative Regelverletzungen, die euphemistisch Missverständnisse und Unsympathie genannt werden, sind dementsprechend, Zitat, korrigierend. Sie sollen das Individuum bessern oder, wie Foucault sagt, normalisieren. Gerade dieses Moment, dass die Schule den Schülerinnen und Schülern dabei hilft, das zu tun, was sie tun wollen, zeigt die Wirkung einer viel perfideren Macht, die alles einnehmen kann, was sich ihr entgegenstellt. Die Geste des Trolls ist die der Metaebene. Genauso wie man in jeder Kommunikationssituation Verunsicherung schaffen kann, indem man auf die Metaebene wechselt. Warum sagst du das? Wenn man das fragt, dann schafft man automatisch Verunsicherung. Kann der Troll die biopolitische Funktionsweise der Schule herausfordern, indem sie zuerst einmal sagen muss, dass es sich beim Gegenüber um einen Troll handelt, dass hier jemand nur so tut, als würde er oder sie den Mechanismen folgen, dass es ein Außerhalb gibt und dass man gewillt ist, Sanktionen einzuleiten. In ihrer Analyse des Violenta-Crass-Falls und ihrer Dissertation, mehr dazu später, konstatiert Whitney Phillips, dass Trolle immer auch Aussagen über das Umfeld zulassen, in dem sie agieren. Decrying trolls without at least considering the ways in which they are embedded within and directly replicate existing systems is therefore tantamount to taking a swing at an object's reflection and hanging a velvet rope around the object itself. We're talking about privilege, specifically the privilege to decide to what extent one's true views match up with the views one decides to present on the internet. So no, trolling isn't political, at least not in any traditional sense, but it is politically loaded. Whether or not the trolls are making some thought-out social or political point, bewusst aktiv gehalten, political and social statements are made, bewusst passiv formuliert. Phillips fordert, dass die Analyse von Trollen und ihren Verhaltensmustern immer auch eine institutionelle Komponente enthalten müsse. Trolle machen nicht notwendigerweise explizite politische Aussagen, vielmehr tun sie das oft explizit nicht. Aber ihre Handlungen hängen von politischen Aussagen ab. Phillips erwähnt das Privileg, entscheiden zu können, ob die eigenen Ansichten denen entsprechen, die man im Internet äußert. In ihrem Artikel zeigt sie, dass dieses Privileg das der Boulevardjournalistinnen und Journalisten ist, die professionell Haltungen einnehmen können, die ihnen persönlich nicht angelastet werden. Dieses Privileg imitieren Trolle. Dasselbe Argument lässt sich gut auf die Schule übertragen. Auch hier maßen sich erfolgreiche Trolle die Privilegien an, die Lehrpersonen zukommen. Man kann hier durchaus von simplen Streichen ausgehen, die bei Vorteilen von Lehrerinnen und Lehrern ansetzen. Private Toiletten, das Recht zu rauchen, Kaffeemaschinen, bequemere Stühle, Verteilung von Rednerrechten und so weiter. Darüber hinaus werden durch Trolle aber viel subtilere Privilegien sichtbar gemacht. Das Recht, Methoden und Stoff festlegen zu dürfen, das Recht, nur beruflich sprechen zu dürfen, nicht aber persönlich, das Recht, keine echten Intentionen haben zu müssen, sondern beruflich vorgegebene, Lehrerinnen und Lehrer lehren in der Lektion, weil sie müssen, Schülerinnen und Schüler sind hingegen der Erwartung ausgesetzt, für Lernprozesse Verantwortung zu übernehmen, weil von ihnen ihre persönliche Zukunft abhängt. Also der Schweiz sagt man Schülerinnen immer, sie sind freiwillig hier, sie können auch gehen. Und sie sind freiwillig hier, diesem Vorwurf haben sich Lehrpersonen nicht auszusetzen, weil sie eben da sind, um Geld zu verdienen. Trolle, so Philipps Fazit, sind Symptome von institutionellen Problemen, die durch den Fokus auf die Trolle nie einer Lösung zugeführt werden können. Diese Ausführungen zeigen einen wesentlichen und entsprechend offensichtlichen Unterschied zwischen der schulischen Kommunikationssituation und der des Internets auf. Das Management von Identitäten funktioniert anders.
Naiverweise müsste man davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler starre Identitäten aufweisen und also Identitätstäuschungen, wie sie für Trolle charakteristisch sind, nur eingeschränkt oder nicht vornehmen können. Gleichzeitig können sie nicht einfach wegen irritierenden Kommunikationshandlungen an der Teilnahme gehindert werden. Für das System Schule sind disziplinarische Verstöße und ungenügende Leistungen greifbar, verunsichernde Situation nicht. Verunsichernde Kommunikation nicht. Die starre Identität von Schülerinnen und Schülern ist aber eine Täuschung. Das eingangs zitierte Beispiel stammt aus der Zeit der Pubertät. Zwischen 12 und 18 wandeln sich Identitäten oder formen sich erst. Haltungen werden erprobt, verworfen, übertrieben angenommen zur Provokation, Irritation, Selbstversicherung oder Selbstverunsicherung. Zudem erscheinen Individuen immer in neuen Kontexten. Lehrpersonen haben kaum Zeit, sich vertieft über Schülerinnen und Schüler auszutauschen. In Mehrlehrersystemen können Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Seiten aufzeigen, wie sie das in verschiedenen sozialen Kontexten, Clique, Klasse, Sportverein, Familie, auch tun. So gesehen ist es möglich, dass ein Identitätsentwurf scheitert oder verworfen wird. Eine Schülerin, ein Schüler kann sich also in einer Unterrichtssituation als Troll verhalten. Es ist sogar besonders leicht. Es braucht nicht zuerst Beweise, dazu zu gehören, man gehört automatisch dazu. Sofort entstehen die Effekte, die Hardacker in Bezug auf Internetkommunikation beschrieben hat. Intentionen müssen rekonstruiert werden, sie sind nicht klar ersichtlich. Trollende Schülerinnen und Schüler werden per Default zunächst als kooperierende Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Unterrichtsgespräch angesehen. Sind sie geschickt, können sie ihre Intentionen, kurz ihre Absicht, Lalls zu erzeugen, lange verstecken. Grund dafür ist auch, dass die Schule aufgrund ihrer strukturellen Nähe zur Manufaktur und zum Militär Deindividuationseffekte erzeugt, die Hardacker als Grundvoraussetzung für Trolleffekte hält. Lehrpersonen nehmen Schülerinnen und Schüler nur eingeschränkt als Individuen wahr, sondern reduzieren sie häufig auf ihre Rolle im Unterricht. Ein beliebtes Spiel von Klassen ist es, im Unterricht von Stellvertretungen Namensschilder zu tauschen, ein klassisches Trollspiel, bei dem die Lals dann sofort der ganzen Klasse zugänglich sind. Betrachtet man fließende Identitäten wie die von Schülerinnen und Schülern, wird sichtbar, wie schematisch viele Identitätsvorstellungen in Bezug auf Internetkommunikation sind. Bei der Enttarnung des Reddit-Users Violenta Crest durch den Gawker-Autor Adrian Chen vor rund einer Woche wurde eine Identitätskonzeption offenbar, die von einer simplen Dualität ausgeht. Chen gab an, er wolle herausfinden, Zitat, where the troll ended and the real person began, Zitat Ende. Entsprechend dieser Artikel auch grafisch aufbereitet und betitelt. Schon allein die zwei Namen, das Pseudonym Violenta Crest und mit seiner Bedeutung, dem Verweis auf diesen Blog, und den echten Namen des Profilbetreibers Michael Brudge. Der Troll wird nicht einfach durch ein Pseudonym definiert und durch die Nennung des echten Namens entlarvt. Das Faszinierende am Troll ist seine unfassbare Identität. Wäre Violenta Crest nicht einfach nur an sexualisierten Bildern von Minderjährigen und Frauen interessiert, dann würden uns die Nennung seines Namens nicht weiterhelfen. Es gelänge nicht, seine Handlungen einfach moralisch oder strafrechtlich, oder ich glaube, er wurde auch entlassen, also arbeitsrechtlich, zu kategorisieren und ihn mit etablierten gesellschaftlichen Ausschluss- und Sanktionsverfahren zu bestrafen, sondern wir wären durch sein Handeln immer noch irritiert. Es wäre uns durch die Namensnennung nicht klarer, wer die Person ist. Der Name hat letztlich ja nur die Funktion, verschiedene Handlungen und Daten einer Person zu verbinden, sie derselben Person zuzuordnen. Der Name ist in der Schule die Akte, in der die Leistungen und Disziplinarverstöße der Schülerinnen und Schüler verzeichnet sind. Der von Philips interviewte Troll Brian McNamara sagt, gewisse Eigenschaften von Trollen seien durch Charakterzüge oder Vorlieben der dahinterstehenden Person bestimmt. Damit ist er viel präziser und zeigt, wie groß der Freiheitsgrad zwischen Troll und Person ist. Der Troll zeigt als Figur überdeutlich, wie stark uns gesellschaftlich das Erfüllen von normierten Rollen vorgegeben ist, so dass letztlich unklar ist, ob es denn ein hinter all unseren Rollen stehendes Ich gibt. Sind wir nicht vielmehr einfach das Management unserer Identitäten, als eine der Identitäten selbst? In der Untersuchung von Bernstein hebt ein MIT-Forschungsteam in der Analyse von 4chan bzw. Bi hervor, dass Anonymität und geringe Datenpermanenz Bedingungen für kreative Prozesse seien. Künstlerische Experimente mit den sogenannten Memes seien risikofrei möglich, weil kein Reputationsschaden zu befürchten sei. Einerseits, weil die Autorinnen und Autoren gar nicht bekannt sind und nicht mit ihren Daten in Verbindung gebracht werden können. Andererseits,
weil die Inhalte selbst schnell wieder verschwinden und von anderen überdeckt werden, von denen es nur wenige schaffen, permanent greifbar gemacht zu werden. Gerade diese Bedingungen kann ein Unterrichtsgespräch bereitstellen. Im Schonraum Schule oder Klassenzimmer können in der Rolle als Schülerin oder Schüler Ideen geäußert werden, die nicht mit einer Identität verbunden werden. Die Mündlichkeit führt zudem dazu, dass nur sehr wenige Äußerungen archiviert werden, zum Beispiel als Notizen. Wenn nun immer mehr digitale Hilfsmittel im Unterricht zum Einsatz kommen und mündliche Kommunikation durch schriftlich ersetzt wird, indem zum Beispiel in Lernforen diskutiert wird, soziale Medien als Unterrichtsbegleitung eingesetzt werden, MOOCs, Inverted Classroom, Whiteboards und so weiter, dann müsste darauf geachtet werden, dass Trolle Unterschlupf finden. Das hieße dann, Identitäten müssen hinreichend formbar und erneuerbar sein, um kreative Experimente zu ermöglichen. Zudem wäre darauf zu achten, dass Inhalte nicht automatisch archiviert werden, sondern nur selektiv. Damit schließt die Diskussion über Trolle an die Diskussion über die Klarnamenpflicht auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Google Plus an. Diese Diskussion soll hier nicht wiederholt werden, vielmehr zeigt sich darin auch die Kehrseite der Trollfunktion. Wird im Hinblick auf die versteckten Routinen und Machtmechanismen im Schulraum und in Bezug auf die paradoxe Zielsetzung des Unterrichts die Wirkung von Trollen positiv hervorgehoben, indem sie Kontingenz ermöglichen und Prozesse sichtbar machen, so führen sie auch zu einer fundamentalen Verunsicherung. In einer Klasse sind Rederollen meist klar verteilt. Es ist den Teilnehmenden klar, wem eine Trollrolle zugetraut werden kann und wem nicht. Und auch wenn Lehrpersonen sich diesbezüglich nie ganz sicher sein können, muss niemand befürchten, zu Unrecht als Troll identifiziert zu werden oder das Unterrichtsgespräch in sinnlose oder kontrafaktische Abdriften zu sehen. Dafür sorgt die Kontrolle der Lehrperson. Verlagern sich nun solche Gespräche ins Internet, dann wird diese Kontrolle schwächer, gerade weil die Interaktion von Lernenden einen höheren Stellenwert erhalten soll. Diese schwächere Kontrolle soll, so darf man annehmen, mit stärkeren Identitätsbedingungen kompensiert werden. Es wäre zu fragen, ob das ein erfolgsversprechender Ansatz ist oder ob es nicht dazu führt, dass alle Teilnehmenden nur noch Erwartungen erfüllen. Viele Aspekte von Beziehungen und Interaktionen werden durch unterschiedlich strenge Festlegung von Identitätsmerkmalen in anderer Weise ermöglicht oder eingeschränkt. Ich habe da eine etwas verunglückte Folie gemacht. Die Idee ist, dass all diese Kärtchen da, dass es nicht ganz klar ist, ob die jetzt einfacher möglich sind, wenn Teilnehmende anonym sind oder wenn sie eine starke Identität haben, sondern dass es je nach Konstellation eben zum Beispiel Risiko scheitern, würde ich jetzt sagen, ist klar einfacher, wenn Teilnehmende anonym sind, aber wie jetzt das mit Intimität zum Beispiel aussieht oder Kooperation, das würde ich jetzt nicht so definitiv sagen wollen. Das ist für mich eine recht offene Frage, wie das genau zu verstehen ist. Lehrpersonen handeln gewissermaßen komplementär zu Trollen. Ihre Identität ist festgelegt, sie reduzieren Verunsicherung, verhindern Kontingenz und haben eine klare, für alle erkennbare Intention. Man kann für die Komplementarität von Troll und Lehrpersonen Postels Law begutachten, den in Bezug auf robuste Systeme und Standards von Softwareingenieuren forderte, Zitat, be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others. Die Lehrerin handelt ähnlich. Sie verlässt sich auf ein Repertoire etablierter Methoden und Inhalte, die zunehmend zentralistisch festgelegt und standardisiert werden. Gleichzeitig versucht sie, möglichst viele Reaktionen von Schülerinnen und Schülern daran anschließbar zu machen. Innerhalb eines gegebenen Rahmens akzeptiert sie jede Antwort auf ihre Fragen. Der Troll verkörpert das gegenteilige Prinzip, wie Matthias Schwarz in seinem New York Times Essay festgehalten hat. Er tut alles, um Lars zu erzeugen. Sein Handeln ist unorthodox, unkontrolliert. Gleichzeitig akzeptiert er nichts von anderen, betrachtet alles als Provokation und Herausforderung. Die Komplementarität von Lernenden und Lehrenden ist ein antiquierter Gedanke. Moderne pädagogische und didaktische Ansätze postulieren die Vorstellung, dass Lehrpersonen als Coaches auftreten müssen, die Lernprozesse lediglich begleiten. Dabei stellen sie sich immer auch als Lernende aus, sie nutzen ihr eigenes Lernen für permanente Reflexion über Lernprozesse. Die zugrunde liegende Vorstellung ist die eines Miteinanders, eines anscheinend hierarchielosen Lernens. Auch wenn diese Vorstellungen pädagogisch nur innerhalb ganz klarer Grenzen wirksam sind, zum Beispiel so unter dem Stichwort Projektlernen, und immer wieder umschlagen in herkömmliche Routinen von Wissensvermittlung von wissenden Lehrpersonen an unwissende Lernende,
könnte sich aus der parallelen Tätigkeit von Lehrperson und Schülerin eine trollende und eine nicht trollende Variante ergeben, die in der Postel-Matrix ablesbar sind. Die konservative Variante ist die des Ingenieurs. Das Handeln wird kaum variiert und kann so viele Bezüge schaffen. Anders gesehen, es werden nur sichere Verfahren gewählt. Die Troll-Variante hingegen schafft durch eine heftige, fast zufällige Variation von Vorgehensweisen Verunsicherung. Sie imitiert bewährte Verfahren, um sie umzustülpen, zu hinterfragen. Gleichzeitig droht sie sich darin zu erschöpfen. Ich möchte diese beiden didaktischen Modelle an einem Beispiel diskutieren, das ein mir bekannter Geschichtslehrer in der ersten Lektion mit einer neuen Klasse verwendet hat. Er verwies darauf, dass der 10. Klasse sicher bekannt sei, dass Geschichte mit Quellen zu tun habe. Das sei der Grund, weshalb er eine solche Quelle mitgebracht habe, eine Fotografie von einem Dinosaurier. Also das ist ein eigenes Beispiel von mir, nicht seines. Ich habe diese Folie nicht. Was man denn dieser Quelle entnehmen könne und was sie über Quellen wüssten, war seine Einstiegsfrage. Sofort kamen viele Wortmeldungen. Die Schülerinnen und Schüler wollten sich als fleißig und kompetent präsentieren. Es wurde darauf verwiesen, das Bild müsse sehr alt sein, da es nicht farbig sei, dass zu dieser Zeit offenbar Dinosaurier noch gelebt haben, die Fotografin das Bild wohl unter gefährlichen Bedingungen gemacht habe und so weiter. Der Lehrer hörte zu, nickte verständnisvoll, schrieb an die Wandtafel, fragte nach, ermunterte, weitere Aussagen zu machen. Die Stunde lief fast von selbst. Am Schluss fragte er nur, ob denn die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schon einmal eine Fotografie von einem Dinosaurier gesehen hätten. Der Lehrer gab sich damit selber als Troll zu erkennen. Er gab das Signal, dass Trolle oft an andere Trolle aussenden. Er gab zu verstehen, dass Trolle in seinem Unterricht willkommen seien. Er lud sie ein, seine Vorgaben zu trollen, eröffnete das Spiel. Man kann natürlich fragen, ob der Lehrer diese Unterrichtsvariante in Bezug auf Lerneffekte gewählt hat oder um Lulls zu generieren. Das macht ihn aber nicht weniger zum Troll, sondern vielleicht eher mehr. Die Intentionen von Trollen sind nicht klar erkennbar, treten nicht offen zutage, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Diese Einladung des Lehrers, und damit möchte ich zum Schluss kommen, sollte in gutem Unterricht immer wieder ausgesprochen werden. Schule als Schonraum sollte die Möglichkeit bereithalten, Identitäten zu erproben, provokative Kommunikationshandlungen vorzunehmen, das System experimentell zu befragen. Das eröffnet kreative Räume, wie die folgenden Memes illustrieren, die gut als Lektioneinstieg oder Schreibaufgaben dienen könnten. Also das ist so ein Meme, das ich finde, würde sich im Unterricht gut machen, wo man das ein bisschen üben kann. Das ist bekannt. Ich zeige da einfach so ein paar Beispiele. Das ist dann, da wird so vierfach oder fünffach, also man kann die Komplexität beliebig steigern. Aber, und das muss ich als verantwortungsvoller Pädagoge sagen, zeigen Trolle häufig auch ihre hässlichen Fratzen. Nehmen sich Schultrolle als gegenüber Lehrperson oder das System vor, wie ich das in meinen Beispielen angenommen habe, dann treffen sie auf etablierte, geschulte Gegenspielerinnen und Gegenspieler, denen man das Trollen zumuten kann. Aber werden Mitschülerinnen und Mitschüler zum Opfer, dann ist die Grenze zum Mobbing oder Cybermobbing fließend und Lehrpersonen wie auch die Schule müssen solche Übergriffe verhindern. Sie tun es aber nicht, indem sie einen Kampf gegen Trolle führen. Trolle spielen, sie kämpfen nicht. Wer sie bekämpft, hat das Spiel verloren. Als Alternative zwei Vorschläge, wie trolliges Verhalten obsolet gemacht werden könnte. Was das für die Schule bedeutet, kann man sich nun selber überlegen. Trolling will end as soon as we get all over it. Das ist der erste Vorschlag. Und der zweite, until the conversation is directed towards the institutional incubators out of which trolling emerges, as opposed to just the trolls themselves, no ground will be gained and no solution reached. Damit bin ich am Schluss. Dankeschön. Ja, es ist 12, ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt oder. Ja. Ja. Okay. Woher wissen die Wolken das denn jetzt? Woher? Woher wissen die Wolken das denn jetzt mit dem Regnen? Das war nicht. Der Talk hat begonnen damit, dass die Wolken steigen, also um zu steigen. Ah, oh, ja. Das habe ich mir irgendwo ausgedruckt. Also was da, ja, ich bin kein guter Geograf, eben weil ich es langweilig finde, aber ich glaube, also die Sache ist so, es kühlt ab, also die Luft
Die Luft verliert die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu behalten durch die Abkühlung. Ich glaube, ich habe es nachgeschlagen auf Wikipedia, pro so viele Meter kühlt es um 1 Grad ab und dann muss die Luftfeuchtigkeit, also das führt dann zu diesen Regenprozessen. Also Sie wissen natürlich nichts. Ja. Und das war korrekt. Was? Das hat bestimmt was ich gesagt habe? Okay, gut. Könntest du noch mal 2 Sätze dazu sagen, inwiefern genau der Turles als Troll wirklich auftritt? Ja, also die eine Sache ist, dass er so verwirrt ist durch die imaginären Zahlen. Also so kurz gesagt, man verwendet für die Berechnung des Baus einer Brücke imaginäre Zahlen, aber die imaginären Zahlen, die werden durch nichts in der wirklichen Welt repräsentiert. Und für die Berechnung braucht man die und dann fallen sie irgendwie wieder raus und man baut eine Brücke. Und ihm war nicht ganz klar, wie das funktioniert, dass man über das Denken an einen imaginären Ort geht und dann aber wieder in die wirkliche Welt zurückkommt. Und jetzt könnte man annehmen, dass ihn das interessiert als Sache. Aber meine Interpretation ist, dass er nicht an der Sache interessiert ist, sondern nur an den Gefühlen, die das bei ihm auslöst. Also es wird immer beschrieben, dass er Ekel empfände, also Ekel ist ein häufiges Wort, aber auch unzüchtige Gefühle, heißt es bei Musil. Also das kommt immer gekoppelt vor und das würde ich sagen, ist so eine, also es wird immer von diesen Lals gesprochen, aber ich würde sagen, die Lals haben auch so eine Ekelkomponente dabei und das würde ich sagen, dass er es deshalb tut. Auch das Quälen des Mitschülers, er ist gar nicht aktiv jetzt bei diesen gewalttätigen Handlungen, ist er nicht beteiligt, er ist mehr so der Ideengeber und er schaut sich das dann an und findet es ganz unterhaltsam, was da mit diesem Bassini passiert. Ja. Aber eine Rückfrage noch, weil du hattest quasi, also ich hatte den Eindruck, du hast 2 verschiedene Definitionen des Trolls quasi und in den beiden literarischen Beispielen ging es mehr tatsächlich auch um die Motivation des Trolls. Da fielen so Begriffe wie Müdigkeit, Nihilismus und so. Und das andere war eher so eine funktionale Definition. Trolling als eine bestimmte Art von Kommunikationsstrategie, bei der egal ist, auf welche Motivation wir zurückrechnen. Sind das 2 verschiedene oder würdest du das in 1 zusammenziehen? Ich hätte jetzt gedacht, dass das zusammengehört. Ja, aber ich muss mir das nochmal überlegen. Danke. Thank you.